Ich dachte, du schläfst. Ich schlafe nicht viel. Das hält mich aber nicht davon ab, ein bequemes Bett auszukosten, wenn ich eins finde. Nach dem Kampf beim Quentin Carnival können wir wohl alle eine ausgedehnte Ruhepause vertragen. Ich kann's mir nicht zu bequem machen. Nicht solange Sabertooth noch frei herumläuft. Du bist also auf der Jagd nach ihm? Was könntest du so sagen? Wir haben eine Vergangenheit. Keine hübsche. Obwohl er sich definitiv geändert hat. Seine fiese Seite ist inzwischen fieser. Lilith gegenüberzutreten wird uns alle verändern. Wie wir gesehen haben, werden manche unweigerlich der Finsternis verfallen. Und manche von uns kommen vielleicht stärker wieder heraus. Vergiss nicht die andere Seite dieser Medaille. Stärker, natürlich. Sieht nicht aus, als planst du lange zu bleiben. Manch einer findet unsere Abtei etwas zermürbend. Das hier ist gar nichts. Du wärst überrascht, wo ich schon meine Stiefel abgestellt habe. An einem Tag bist du in der Wüste, am nächsten in Salem. Ich frage mich, wovor du davonläufst. Ein Ziel, das sich bewegt, ist schwerer zu treffen. Das hängt alles von den Fähigkeiten des Jägers ab. Stimmt. Ich sehe, wie du mich ansiehst. Wer ist dieser mysteriöse Typ, der da ganz plötzlich bei mir rumhängt? Vielleicht. Ich sag dir was. Ich mache gerade eine kleine Pause von all den Leuten, die mich umbringen wollen. Also, lass uns ein wenig plaudern. Was genau weißt du über diesen Johnny Blaze? Er ist ein hirnverbrannter Vollidiot. War mal als Spirit of Vengeance bekannt, bis seine Attitüde sogar für diesen Job zu krass wurde. Scheint, als ob er sich inzwischen ganz dem Schaustellerleben verschrieben hat. Müssen die Krapfen und frittierten Schokoriegel sein. Denkst du, ein solcher Mann ist der Herausforderung gewachsen, die vor ihm liegt? Die Bewachung des Pergaments der Macht nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Wir standen gemeinsam schon einigen widerlichen Kollegen gegenüber. Er mag keinen brennenden Schädel mehr haben, aber wenn's drauf ankommt, hat er Mut. Wie lange kennst du diesen Sabertooth schon? Ihr zwei scheint eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Sein richtiger Name ist Victor Creed. Zwischen uns herrscht schon seit langem böses Blut. Ob du es glaubst oder nicht, wir waren mal Teamkameraden und Freunde. Irgendwie. Man sagt, Vertrautheit erzeugt Verachtung. Tja, manchmal trifft man den Nagel auf den Kopf. Ich habe nicht lange gebraucht, um zu merken, dass er nicht ganz bei Sinnen ist. Creed und ich haben beschlossen, verschiedene Wege zu gehen. Und trotzdem enden wir irgendwie immer wieder am gleichen verdammten Ort. Du scheinst zwar ein Nomadenleben zu führen, aber sicherlich hast du doch ein Zuhause. Ich schätze, Xavias Schule kommt für mich einem echten Zuhause näher als alles andere in meinem Leben. Wessen Schule? Professor Charles Xavier. Er leitet dieses Nobel-Institut außerhalb von New York. Eine Privatschule. Viel Platz und jede Menge interessante Leute. Ist eure Abtei hier ganz ähnlich? Nur, dass Charles ein Baseballfeld hat. Baseball? Ja, yeah. Falls du Interesse hast, erkläre ich gern irgendwann alle Regeln. Du scheinst alle und jeden zu kennen. Ich nehme an, du kennst auch die Midnight Suns? Ich kenne ein paar der Kids. Mir war nicht klar, dass sie sich einen Bandnamen ausgedacht haben. Wen kennst du? Magic zum Beispiel. Sie ist die kleine Schwester eines Kumpels, Pyotr Rasputin. Ich nenne ihn Kolossus. Interessant. Du und sie, ihr seid euch ähnlich. Vielleicht, weil wir aus ähnlichen Verhältnissen kommen. Ich bin in Kanada aufgewachsen, umgeben von Wölfen. Sie ist im Limbo groß geworden, umgeben von Dämonen. Welcher Ort ist schlimmer? Kanada oder der Limbo? Oh, Limbo. Da gibt es kein Eishockey. Ich hab dir genug Zeit geraubt. Ich sollte gehen. Es war mir ein Vergnügen. Wenn du noch Fragen hast, weißt du, wo du mich findest.
Hunter, bist du da? Ich bin in der Bibliothek. Du musst mich hier ASAP treffen. ASAP. Oh, Flashback. In mein früheres Büroleben. Machen Sie das bitte ASAP fertig. Du siehst stärker aus als je. Ja, as soon as possible. Da fanden sich meine Chefs damals richtig hip. Hören, Hunter. Was liest du da, Nico? Eine limitierte Ausgabe des Buches von Thoth. Das Buch Thoth? Wo hast du ein derart seltenes Buch gefunden? Hab ich nicht. Jemand hat es liegen lassen. Schon seltsam, wo ich doch nach einem Buch über Chaosmagie gesucht habe, damit ich Wanders Grimoire etwas besser verstehen könnte. Ich hatte nicht erwartet, irgendetwas zu finden, da Caretaker wahrscheinlich jeden einzelnen Text zu dem Thema versteckt oder verbrannt hat. Aber puff, dann lag da das und wartete auf mich. Sie scheint in der Tat das Zentrum der übernatürlichen Aktivitäten hier zu sein. Du fühlst das auch, hm? Manchmal, wenn ich hier bin, stellen sich mir sämtliche Nackenhaare auf. Aber auf eine warme, flauschige, freundliche Geistart. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Habe ich. Historischen Aufzeichnungen zufolge soll einst ein Pharao einem dunklen Wahnsinn anheimgefallen sein, nachdem er eine Seite aus einem alten Buch gelesen hatte. Den Schriften des Cthon. Warte, das ist ein anderer Name für das... Darkhold, ich weiß. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn das der erste jemals verzeichnete Fall von Verderbnis wäre. Mach dir nicht zu große Hoffnungen. Es ist vermutlich nur ein Bericht einer unerklärlichen Krankheit oder eine Legende. Manche Legenden sind wahr. Du solltest das wissen. Schließlich bist du selbst eine. Also, die Legende besagt, dass nichts den Pharao heilen konnte, bis dieser reisende Lichtwirker des Weges kam, dem Pharao die Hand auflegte und eine Beschwörungsformel sprach. Der Pharao kam wieder zu Sinnen und wurde wieder ganz der alte, klassisch-ägyptische Despot. Ich bezweifle, dass eine solche Läuterung keinen Preis hatte. Oh, den hatte sie. Naja, als der Lichtwirker die Beschwörungsformel sprach, absorbierte er sämtliche Verderbnis des Pharaos mit seinem Körper und, starb. Er hat nicht überlebt? Nein. Aber die Zeilen der Beschwörungsformel sind in diesem ganzen Buch verstreut. Ich werde Magic bitten, mir bei der Transkription zu helfen, um zu sehen, ob wir Wanda damit heilen können. Lass mich das klarstellen. Du planst mit Magic eine 100.000 Jahre alte Beschwörungsformel zusammenzufügen, die nur einmal funktioniert und ihren Wirker sodann getötet hat? Ja. Nun, wenn du Wanda retten willst, wirst du Risiken eingehen müssen. 100%. So, und jetzt suche ich Magic und sehe, dass wir mit dieser Transkription vorankommen. Ich gebe dir Bescheid, wenn es soweit ist. Bis dahin kein Wort darüber zu niemandem. Hunter hat die Dunkelheit in sich akzeptiert und dadurch einen dunklen Anzug und eine neue Passivfähigkeit freischaltet. Sammelt weiter Dunkelheitspunkte, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten. Ich habe keine Ahnung, was diese Kombination sollte, aber warum nicht? Ich glaube, ich habe diese Profilstatistik noch nie gesehen. Aber wahrscheinlich ist die gar nicht, gab es die vorher gar nicht.
Da liegt immer noch Kunst des Krieges, was ja im Buchclub aktuell besprochen wird. Schön, dass Nico das Buch nützlich fand, das ich ihr herausgelegt habe. Ich habe eine Weile danach gesucht. Du bist ein Geist, du hast überhaupt nichts hier rausgelegt. Ich habe ein Angebot. So, wo war es denn nochmal mit der Passivfähigkeit? Dunkelangriffe und Heldentaten haben eine deutlich erhöhte Chance auf kritisch, wenn sie gezogen werden. Danke, Simple Jack, für deinen Prime-Sub. Das werde ich übrigens nie verstehen, warum Karten manchmal nicht einladen. So, passt schon. Meine Hörner verschwinden ja, wenn ich kämpfe. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt abhängen können. Ich habe schon viel übernatürlichen Kram auf Jahrmärkten gesehen, aber das heute war der Gipfel. Okay, ich bin also ein Spider-Man, der in einer Welt voller Magie und Dämonen gefangen ist. Ich trinke was mit unserer individuellen Dame. Hunter, was ich an dir so zu schätzen weiß, ist, dass du immer weißt, wann du besser nichts sagen solltest. Danke für die Stille. Gerne. Eine Graberdekerze. Ausgezeichnete Wahlhunter. Sie hat trinken geliebt, sie hat geliebt, nicht zu sprechen, und sie hat geliebt, dass ich ihr eine Grabkerze geschenkt habe. Sie ist einfach ein Klischee, was rumläuft. Tony, dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Das Sanktum war nicht nur mein Zuhause. Es war ein Teil von mir. Ich weiß, ich weiß. Ich dachte nur, es könnte dich aufheitern. Hey, ich habe von diesem verrückten Video im Internet gehört. Ein Affe reitet auf einer Katze, als wäre sie ein Pferd. Willst du es mal sehen? Nein, das will keiner sehen. Das hört sich nicht Peter-konform an. Guck mal kurz, ob überall alle Truhen zu sind. Ja. Moment mal. Wer hat denn hier noch was zu sagen? Iron Man? Nein. Ich glaube, es würde dir gefallen. Vielleicht wurden sie verzaubert. Ich sagte nein, Tony. Ist dir nicht klar, was ich durchmache? Meine ganze Welt ist buchstäblich in die Luft geflogen. Ich will dich nur aufmuntern, das ist alles. Hey, willst du mich verfluchen? Nein, nein, war nur ein Scherz. Bitte verfluch mich nicht. Sie werfen mir vor, Geheimnisse zu haben, als ob das momentan unser größtes Problem ist. Ich weiß nicht, vielleicht war der grüne Himmel über New York Ihnen nicht deutlich genug. Ich denke, es ist Ihnen aufgefallen. Das war nicht der Plan. Wir hätten in New York gewinnen sollen. Wir hätten das Sanktum retten sollen. Oder den Avengers Tower. Oder Banner. Nein, mich verrückt. Aber hätte es wirklich einen Unterschied gemacht, alle zu versammeln und ihnen alles über Blaze und das Pergament zu erzählen? Geheimnisse geben uns Macht, Stark. Beschütze sie mit deinem Leben.
Und was glaubst du, würde der Rest des Teams dazu sagen? Sie haben alle ihre eigenen Geheimnisse. Lass dich nicht von ihnen zwingen, deine aufzugeben. Die Lage gerät außer Kontrolle. Und im Moment muss ich einfach herausfinden, was wir wegen dieser Prophezeiung tun sollen. Du glaubst wirklich, du kannst die Prophezeiung des Darkhold stoppen, indem du hier drinnen arbeitest? Ich bin quasi dafür bekannt, das Unmögliche möglich zu machen. Gib mir ein paar Stunden und ein solides Mittagessen, vielleicht ein Ciabatta-Sandwich, und ich repariere alles. Vertrau mir. Noch besitzt du mein Vertrauen nicht. Vielleicht, wenn ich Resultate sehe. Oh, klar. Wenn du die Resultate siehst, werden sie dich umhauen. Umhauen? Du meinst, umbringen? Nein, das ist nur eine Redensart. Ich bringe nicht wirklich irgendwas oder wen. Huh. Bitte entschuldige mich, ich muss kurz ein paar Ideen notieren. Schreibst du deine eigenen Prophezeiungen? Husch, weg da. Genie bei der Arbeit. Ich brauche ein Schild. So. Nicht wundern übrigens, dass ich die bösen Antworten gebe. Es hat einfach nur was damit zu tun, dass ich, wie soll man sagen, ist halt mein Ding. So, kannst du noch Bluterd reinbekommen. Na, es hat nichts mit Emo-Kit zu tun, es hat damit zu tun, da ich die Dunkelheitspunkte nach vorne treiben will. Ist halt so gesehen dunkler Run. Morgen, Blaze. Lust auf eine Runde Spirit of Vengeance Training im Hof? Oh Mann, ich kling so lahm. Komplett hoffnungslos. Du bist nur nutzlos, wenn du dich für nutzlos hältst. Oh hey, hab dich gar nicht gesehen. Du musst mich für super schräg halten, weil ich mit mir selbst rede. Und ich hatte Angst, mich vor Blaze zu blamieren. Wie gesagt, man wird nur verlegen, wenn man es zulässt. Alles klar, kapiert. Cool ist eine Einstellung. Korrekt. Wenn wir wirklich mit Blaze zusammenarbeiten und er in die Abtei einzieht und wir gemeinsam durch die Wüste fahren und Dämonen killen, muss ich cool sein. Ich meine, er ist der ursprüngliche Spirit of Vengeance, der echte Ghost Rider. Und ich bin nur Robbie Reyes aus East L.A. Wie zum Teufel soll ich dem gerecht werden? Sieh es als Herausforderung. Johnny Blaze hat sich seinen Ruf als furchterregender Krieger mit seinen Taten gemacht. Und du kannst das auch. Er hat mehr als einen Ruf. Er ist eine Legende. Und du kannst selbst zur Legende werden. Du musst nur hart arbeiten. Schau mich an. Ich stehe hier inmitten der alten Abtei, umgeben von einigen der größten Helden der Erde. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dazu zu gehören. Es ist ja nicht so, dass ich das besondere Etwas hätte, das du hast. Ich meine, schau dich an. Dich schüchtert niemand ein. Woher hast du diese Ausstrahlung? Ich habe keine Angst davor, Hardcore zu sein, wie du es nennst. Wuhu, zur Hölle, ja. So machen Sparky und ich das. Tu einfach weiter, was getan werden muss. Ohne Reue und ohne Entschuldigung. Du wirst hier Halt finden. Danke für das Gespräch von Herz zu Herz. Oder von Dämon zu Dämon. Oder was auch immer. Das müssen Sparky und ich jetzt erstmal verdauen. Herz und Herz, siehst du mich? Ganz ehrlich, dieses Gurkenwasser ist eine russische Delikatesse. Langsam fange ich an, dich zu mögen, Hunter. So, Caretaker wird es von mir. Blaze hat für mich was. Wobei, erstmal die Gamma-Helixe. Oh, ich lasse mich mal übrigens ein bisschen ausgeblendet. Ich finde, ich sehe heute wieder schrecklich aus. Na, wie läuft das ganze Weltrettungs-? Ihr wisst ja alle inzwischen, wie ich aussehe.
Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Du siehst doch wie immer aus, siehst du? Genau das meine ich. Zwei Missionen mit Wolverine abschließen, also sollten wir den direkt wieder mitnehmen irgendwo hin. Bis zum nächsten Mal. Magic findet mich wahrscheinlich wieder so toll, dass sie mich jetzt treffen will. Das sollte nützlich sein. Und Blade wohl auch. Ach, ihr liebt mich einfach alle. Wie sollte es auch anders sein? Das war eine höllische Session, Iliane. Ist wohl mein Glückstag. Legen wir los. Ohne Fleiß kein Preis. Wir können jeden Vorteil gebrauchen. Bis zum nächsten Mal. Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Fragst du dich manchmal, ob die Vögel da draußen hier festhängen? Gefangen in der Blase der Abtei? Unheimlicher Gedanke. Und noch besser. Stelle ist auch nicht schlecht. Gerne in Bestform. Da der Finisher, der, wenn er den tötet, halt die Aktion spart. Warum lächelst du? Weil du tot bist. Galgenmännchen. Ja, verdammt. Sei nicht böse, Hunter, aber du bist sowas von blutleer. Die Lösung war so einfach. Ein Dampir nennt mich also blutleer. Echt witzig, Eric. Hey, bleib locker. Sonst verlierst du heute Abend nicht bloß dieses Spiel. Bin ich darum hier? Weil du mir sagen wolltest, dass ich schlecht in Gesellschaftsspielen bin? Eigentlich wollte ich dir das Gegenteil sagen. Du wirst immer mehr zu einem meiner Lieblingswesen. Dabei mag ich andere Leute gar nicht. Naja... Wir haben einiges gemeinsam. Wir erstechen beide gerne Monster mit Schwertern und Pflöcken. Nur wenn sie es verdienen. Glücklicherweise wandeln dieser Tage viele Dämonen auf Erden, die dieses Schicksal verdienen. Glück für dich, dass du nicht dazugehörst. Ist schon länger her, dass ich mich auf jemanden verlassen habe, der mit seinen inneren Dämonen so geprotzt hat. Du erinnerst mich an diesen Typen von früher, Hannibal King. Er wandelte ähnlich souverän auf dem schmalen Grat zwischen Gut und Böse wie du. Ich wandle tatsächlich auf dem Grat zwischen Licht und Dunkel. Das macht mich im Kampf vielseitiger. Und das sieht man, Hunter. Wir brachten gemeinsam den Vampir zur Strecke, der meine Mutter tötete. Deacon Frost. Er half mir, obwohl er es nicht musste. Selbst die schlimmsten Schurken haben ein Herz, auch wenn es nicht schlägt. Der eigenen Dunkelheit zu widerstehen, erfordert immense Willenskraft. Das macht mich stolz auf dich, aber werd bloß nicht rückfällig. Und wenn doch? Dann muss ich dich töten, so wie meinen Mentor Jamal. Die Geschichte kenne ich noch nicht. Hier ist die Kurzfassung.
Dracula verwandelte Jamal in einen 1-Anosferatu. Darum musste ich ihn zur Ruhe betten. Das war meine schwerste Entscheidung. Aber merk dir das, Hunter. Falls du je ganz der Dunkelheit nachgibst, schalte ich dich ohne zu zögern aus. Ich würde das Gleiche für dich tun. Wie meinst du das? Falls du eine Gefahr für andere wirst, pfähle ich dich sofort. Nun hoffen wir einfach, dass es nie dazu kommt. Ich habe so schon genug Freunde verloren. Noch einer muss nicht sein. Darauf, dass wir uns nicht umbringen. Darauf trinke ich. Ach, und Hunter, auf dein Wohl. Angriff und Heldentaten haben eine Chance von 25% Blutung zu erzeugen. Mehr Komplimente. Du wolltest reden? Ach, so ich viel beobachte reden dich, wieder. Hunter. Ich sehe, was du treibst. Und was genau treibe ich bitte? Üble Sachen. Sehr üble. Übler geht's nicht. Du solltest dein Gesicht sehen. Ich meine das auf gute Weise. Du nimmst die Dunkelheit jeden Tag mehr und mehr an, kontrollierst sie, ohne von ihr kontrolliert zu werden. Und vor allem erweist du dich als guter Freund. Illyana, du hast gerade das F-Wort verwendet. Ja, du bist mein Freund und ich bin deiner. Vielleicht liegt es an deiner Freundschaft, dass ich das Wort jetzt verwenden kann. Ich habe nicht viele Freunde, also verbock es nicht, indem du zur hellen Seite überläufst, okay? Ich? Auf die helle Seite wechseln? Niemals. Ich habe mich in diesem Reich jahrelang fehl am Platz gefühlt. Eine Zauberin, die das Dunkle in sich nutzt, um für Licht und Leben zu kämpfen. Niemand hat mich verstanden. Fast alle hatten Angst vor mir. Dann haben die Midnight Suns mir gezeigt, wie ich in dieser Welt zu Hause sein kann. Ich fand es nie richtig, dass ein Bad Girl wie ich an der Seite der Guten kämpft, bis du mich davon überzeugt hast. Du hast mir auch viel gezeigt, Illyana. Vielleicht, aber ich habe dir noch nicht alles erzählt. Meine Kindheit im Limbo war schwierig. Die Kreatur, die mich dorthin brachte. Sein Name ist Mephisto. Der Prinz der Lügen? Der große Verführer? Meister des Reichs der verlorenen Seelen? Dieser Mephisto? Genau der. Er wollte meine Seele durch Verderbnis schwärzen. Zwang mich, Flüche zu sprechen. Zu töten. Ich hasse, was er tat. Was er mich tun ließ. Aber so wurde ich die, die ich jetzt bin. Und habe dich kennengelernt. Bin ich ein Monster, weil ich dankbar für das bin, was geschah? Natürlich nicht. Eine schreckliche Kreatur fügte einer Freundin Leid zu. Schlimmer, er ließ sie denken, sie wäre selbst schuld. Es war meine Schuld. Er war immer das Monster, Illyana. Nie du. So sehe ich das. Da muss ich widersprechen. Aber ich vertraue dir. Ich denke über deine Worte nach. Gut. Danke, dass du mir zugehört hast. Unter Freunden. Mhm. So. Oh. Wir sollen mit Caretaker quatschen. Ich will streiten. Wer will streiten? Warum habt ihr so viele Fragezeichen noch hier? Helft dem Helden. Hey, ich hätte da eine Bitte. Verbessere eine Fähigkeit von Hunter der Dunkelheit. Komm schon, Blaze, zeig dich. Mir gehen die Ideen aus. Keine Sorge. So viel Arschloch-Energie bleibt nicht lange verborgen.
Du vertraust unserer Technologie mehr als ich. Ach, das funktioniert nicht. Die Kartentafel? Soll ich Tony holen? Nein, ich meine, die Midnight Suns, Avengers und jetzt X-Men. Die Abtei, nichts davon funktioniert. Und die Schuld dafür trage nur ich. Selbstmitleid? Das bei dir? Das ist kein Selbstmitleid, sondern Fakt. Drei Teams unter einem Dach. Alle kämpfen aus anderen Gründen. Nichts vereint uns. Das lässt sich noch ändern. Wäre Agatha hier, würde sie sagen, ach egal, sie ist ja nicht hier. Also, wegen Agatha. Ich weiß, du vermisst sie. Sie hielt uns davon ab, uns so viel in die Haare zu bekommen. Nein, ich meinte... Warte, ich muss das sagen. Ich war ohne sie nicht auf der Höhe. Besonders dir gegenüber. Aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt, um über Vergangenes zu reden. Über Agatha. Also gut. Was nun? Ich berufe ein Treffen ein. Wann? Heute Abend. Ich gebe allen Bescheid. Komm nach der Mission zu mir. Wir gehen zusammen. Alles klar. Wie geht die Suche nach Blaze voran? Gar nicht. Der Kerl ist komplett verschwunden. Ich habe alle Rattenlöcher dieses Planeten abgesucht, in denen Typen wie er rumhängen. Monster-Truck-Shows, Motorrad-Stunt-Spektakel, Motocross-Events. Aber von Blaze keine Spur. Ich sage dir, Hunter, wenn ich noch eine Stunde digitale Karten nach diesem Hitzkopf scannen muss, werde ich trotz Supersicht betriebsblind. Ich muss dir nicht sagen, wie dringend es ist, ihn zu finden, Captain. Wenn Lilith an diese Seite kommt, sind wir geliefert. Ach, Hunter, sag mir was, das ich nicht weiß. Kurzer Schnitt steht ja nicht, Carol. Ich kapiere, wie wichtig es ist, ihn zu finden, okay? Ja, das wusste ich auch. Ich brauche kein Hunter-Splaining von dir. Nun, ich würde liebend gern weiter plaudern, aber ich muss wieder an die langweiligste Fahndung in der Geschichte. Lass mich wissen, wenn du ihn findest. Keine Sorge. Ich werde so verflucht, erleichtert und begeistert sein, dass die ganze Abtei Bescheid wissen wird. Mach schon, Blaze. Komm raus, wo immer du steckst. Du kannst dich nicht ewig unter dem Felsen verstecken, unter dem du dich verkrochen hast. Nicht vor mir. Shit, das ist das Artefakt. Ah ne, das ist Handlungsmission. Was wollen wir dann haben? Dann holen wir noch ein Artefakt. Du. Ich nehme jetzt einfach immer Helden, die im Level so ein bisschen zurückhinken. Alles, was so, du wieder tun den selben Infotext, die wir schon hatten. Auszuschalten. Kinderspiel, oder? Ja, sie ist total entspannt. Hallo, sie hat nicht mal Gliedmaßen. Stimmt gar nicht. Ich wollte sagen, eine Muschi. Ach, keine Ahnung, sie ist binär. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Untergang willkommen. Erlaube es ihr nicht, dich abzulenken. Ich werde tun, was du verlangst. Thank you.
Ich gehe rein. Ja, ja, du bist provoziert. Super. Hat gut funktioniert, so wie ich wollte. Nicht. Hau mal ruhig drauf. Naja, immerhin etwas. Du bist Lilith egal. Ich hoffe, du erkennst das rechtzeitig. Ein Moment zur Vorbereitung. Null Prozent Chance, sie runterzuwerfen, wahrscheinlich, weil sie fliegt. Alles gut, Ghost Rider kriegt dann auf den Deckel. Ich hatte alle kleinen Altäre zerstört. Also, wer von euch will zuerst? Das
jüngste Gericht naht. Deine Zeit war gekommen. Wobei, ich könnte die auch so umnieten, immer, das ist halt... Ja, Hellride ist schon mächtig, aber so viel Heldenmut habe ich nicht. Los geht's! Da schaut hin! Ich begrüße das sehr. Akzeptiere dein Schicksal. Bam, bam. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du bekommen kannst. Immun gegen zurückwerfen. Niemand wird verschont. Dies wird dein Ende sein. Mein Fehler. An die Hexe ran. Ich bezweifle wirklich, dass man dir genug für das bezahlt, was gleich passieren wird. Versuchen wir das mal. Ich glaube, die Sache ja nicht mal gelaufen ist. Das ist zumindest eine gewisse Erleichterung, oder? Du hast es geschafft. Hervorragende Arbeit. Beim Ziel ist eigentlich nur, die zu töten. Das geht viel schneller. Einfach fokussieren und dann machst du da einen fetten Angriff drauf und gut ist.
Hey, das ist mein Schlafzimmer, was willst du hier, Caretaker? Hey, Kindchen, es ist fast Zeit für das Treffen. Ich bin bereit. Alles klar, es ist nicht weit von hier.